Coronavirus in Nordrhein-Westfalen. Bei den Toten handelt es sich um einen Mann aus dem Kreis Heinsberg und eine Frau aus Essen. Mittlerweile sind allein im Westen über 500 Menschen nachweislich mit dem neuen Virus infiziert. Ein Überblick. Uniklinikum Essen. Hier wurde letzte Woche bei einer 89 Jahre alten Frau das Coronavirus festgestellt. Jetzt sei sie an einer Lungenentzündung gestorben. Und auch in Gangelt im Kreis Heinsberg stirbt ein 79 Jahre alter Mann an dem sich ausbreitenden Virus. Der Verstorbene lag seit letzter Woche Freitag im Krankenhaus. Das Dramatische war wohl, dass erhebliche Vorerkrankungen bestehen in Form von beispielsweise Diabetes und Herzvorschädigungen. Und er ist dann heute um 14 Uhr, das haben wir heute Nachmittag von den Chefärzten erfahren, trotz Reanimationsversuchen an Herzversagen verstorben. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 1150 Menschen infiziert. Die steigenden Zahlen wirken sich auch auf die Börse aus. Der deutsche Aktienindex verliert zum Handelsstart bereits 7,4 Prozentpunkte. Ein massiver Einbruch. Am Ende des Tages sind es knapp minus 8 Prozentpunkte. In Mönchengladbach wird diskutiert, ob das Derby Gladbach-Köln am Mittwoch ohne Zuschauer stattfindet. Denn Gesundheitsminister Spahn empfiehlt, Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer zu überdenken. Es ist aus meiner Sicht jedenfalls sicher leichter, auf ein Konzert, einen Clubbesuch, ein Fußballspiel zu verzichten, als auf den täglichen Weg zur Arbeit. Neustadt an der Dosse in Brandenburg wird währenddessen komplett unter Quarantäne gestellt. Mehr als 2500 Menschen sind betroffen. Schulen, Kitas und Internate bleiben bis zum 17. März geschlossen. Und wir sprechen jetzt in Düsseldorf mit dem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wir erreichen Sie in Ihrem Ministerium. Es ist heute der Tag, den alle Experten so ja fast vorhergesagt haben. Es gibt Todesfälle jetzt in NRW. Ändert das irgendetwas an der Gesamtsituation? Ja, ich möchte zunächst einmal sagen, dass heute das leider eingetreten ist, was zu befürchten war. Dass in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen, die an dem Coronavirus erkrankt waren, verstorben sind. Und deswegen möchte ich erst einmal sagen, dass natürlich in dieser Stunde Ihren Angehörigen unser Mitgefühl gilt. Es muss jetzt, finde ich, aufgeklärt werden, die medizinischen Ursachen dieser Todesfälle. Soweit wir informiert sind, handelt es sich auch um zwei Menschen, die erhebliche Vorerkrankungen hatten. Aber ich finde, dass diese beiden Todesfälle sehr deutlich machen, dass das Coronavirus nicht zu unterschätzen ist, dass es gefährlich ist. Und deswegen ist das Wichtigste, was wir jetzt machen, was wir auch schon vorher gemacht haben, dass unser Gesundheitssystem, aber auch unsere Behörden alles tun, um die Ausbreitung dieses Virus in unserer Bevölkerung, soweit es eben geht, zu begrenzen. Es geht ja darum, vor allem die Schwachen zu schützen, also Menschen mit Vorerkrankungen. Was ziehen Sie für Schlüsse daraus in Sachen Vorbeugung? Ist Quarantäne weiter zum Beispiel der richtige Weg? Also die Quarantäne ist auf jeden Fall ein richtiger Weg, um Menschen, die das Virus in sich tragen, zu isolieren. Wenn die Krankheitsverläufe leicht sind, wenn noch gar keine Krankheitsverläufe da sind, ist, glaube ich, auch die häusliche Quarantäne das richtige Mittel, auch in der Verhältnismäßigkeitsabwägung. Es ist ja auch das richtige Mittel, um unser Gesundheitssystem für die wirklich Erkrankten auch die Kapazitäten zu lassen. Im Grunde genommen geht es, finde ich, jetzt darum, dass man in der Bevölkerung einsehen muss, dass diejenigen, die jung sind, die dynamisch sind, vielleicht auch ihre Lebensgewohnheiten ein Stück weit ändern müssen, um gerade diejenigen, die vorerkrankt sind, die schon älter sind, die dann, wenn sie infiziert werden unter der Krankheit, auf jeden Fall nach all dem, was wir bis jetzt wissen, sehr viel mehr leiden werden, sehr viel stärkere Symptome haben, dass von denen sich möglichst wenige anstecken. Und deswegen ist es ja auch eine richtige Entscheidung gewesen, dass unser Bundesgesundheitsminister zum Beispiel gesagt hat, dass Großveranstaltungen in diese Zeit eben nicht mehr reinpassen. Und wir haben ja auch ganz deutlich gemacht als Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, dass wir diese Empfehlung des Bundesgesundheitsministers auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen werden. Herr Laumann, aber was machen Sie mit Veranstaltern oder Veranstaltungen, ja, da, wo gesagt wird, wir lassen es trotzdem stattfinden? Was haben Sie da für Mittel in der Hand? Ja, wir haben letzten Endes zusammen mit den örtlichen Gesundheitsbehörden natürlich die Mittel, solche Veranstaltungen letzten Endes auch abzusagen.
Und wir werden morgen sicherlich dafür auch die notwendigen Erlasse an die unteren Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen geben. Sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hier im WDR Extra. Vielen Dank. Und das Gespräch haben wir genauso kurz vor der Sendung geführt. In Nordrhein-Westfalen ist Heinsberg vor allem betroffen vom Coronavirus. Nach dem ersten Todesfall heute gab es eben in Heinsberg eine Pressekonferenz des Landrats. Astrid Huben ist vor Ort dort im Kreishaus in Heinsberg. Bring uns mal bitte auf den aktuellen Stand nach dieser Pressekonferenz. Ja, was in der Pressekonferenz gesagt wurde, haben wir gerade schon zum Teil gehört. Es geht eben um diesen 78-jährigen Mann, der heute um 14 Uhr verstorben ist. Das wurde erzählt und es wurde betont, dass er eben Vorerkrankungen hat. Da war die Rede von Diabetes und eben auch einer Herzvorerkrankung. Und er ist dann wohl auch heute an Herzversagen gestorben. Und auch hier wurde nochmal betont, dass natürlich das Mitgefühl und das Beileid den Angehörigen, der Familie, den Freunden gehört heute und dass man an sie denkt. Was auch gesagt wurde, ist, dass man im Moment 323 positive Fälle hat. 15 Menschen liegen im Krankenhaus, 5 davon auf Intensivstationen. Die sind wohl offenbar in einem doch kritischen Zustand. Interessant dabei ist, dass von diesen im Krankenhaus sich befindenden Menschen kein Kind und kein Jugendlicher dabei ist, sondern es scheint tatsächlich vor allen Dingen eben Menschen zu treffen, die an Vorerkrankungen leiden und deswegen besonders auf dieses Virus reagieren. Diese ganzen Ereignisse, diese Erkenntnisse von heute, stellen die Behörden da in Heinsberg irgendwie ihre Strategie um, ihr Vorgehen? Nein, sie bleiben im Grunde genommen bei der Strategie, die sie die ganze Zeit schon verfolgt haben. Man muss sich vor Augen führen, dass hier im Kreis bis zu 1000 Menschen zeitweise unter Quarantäne standen. Man muss sich klar machen, noch immer sind hier Schulen und Kindergärten geschlossen. Und man hat eben auch entschieden, dass sowohl in Krankenhäusern als auch in Altenheimen die Besuche eingeschränkt werden. Das finden manche betroffenen älteren Menschen nicht so schön. Die fühlen sich dann einsam. Aber es ist eben eine Sicherheitsmaßnahme, weil eben gerade Vorerkrankte ältere Menschen so besonders betroffen sind und eben auch ein hohes Risiko haben, sich diesen Virus einzufangen und unter Umständen eben wirklich auch massiv darauf zu reagieren. Astrid, du warst ja nicht nur heute in Heinsberg, sondern du warst schon die ganzen letzten Tage und letzten Wochen immer wieder da. Du kennst die Stimmung da vor Ort, die ja auch sehr besonders ist. Hat sich die heute noch mal verändert? Ich würde sagen, nein. Und das hat auch der Landrat noch mal betont. Er hat davon gesprochen, dass die Menschen sachlich, aber solidarisch reagieren. Und das ist auch mein Gefühl schon die ganze Zeit gewesen, dass man hier zusammenrückt, dass man nicht in Panik verfällt und dass man eben einfach sagt, wir werden das durchstehen, wir werden das gemeinsam durchstehen und wir halten uns an all das, was uns die Behörden eben vorschreiben, auch wenn es natürlich eine enorme Belastung ist. Also man muss sich das mal vorstellen, wenn man kleine Kinder hat und man kann sie eben nicht in die Kita bringen, man kann sie gehen nicht zur Schule, auch die größeren Kinder nicht. Was mache ich die ganze Zeit mit denen. Und das wird auf jeden Fall auch noch bis zum Ende der Woche so bleiben. Und es ist eigentlich auch ganz schön, dass man eben sehen kann, dass Menschen zusammenrücken. Es gibt hier einen Hashtag, der heißt Hashtag HSBeStrong, also Heinsberg sei stark. Und damit machen sich die Menschen hier offenbar auch Mut. Auch das hat der Landrat eben erwähnt. Man wartet allerdings auch noch ganz gespannt darauf, wie sich die Zahlen hier so weiterentwickeln und ob man in der nächsten Zeit die Schulen wieder öffnen kann oder nicht. Es fehlen noch die Testergebnisse von 2 Tagen. Man weiß also nicht, ob die Zahl von 323 positiv getesteten Menschen nicht doch noch weiter nach oben geht. Also es ist eine dynamische Situation hier, die kann sich jederzeit verändern, aber die Menschen reagieren wirklich sehr, sehr sachlich darauf. Ich habe nichts von Panik oder irgendeiner Form von Hysterie hier bemerkt. Danke, Astrid, für die Eindrücke und die Information live aus Heinsberg. Ja, zuerst war Corona ganz weit weg. Wir haben mit Staunen nach China geschaut, wo Millionenstädte abgeriegelt wurden, wie ein Virus eine ganze Region lahmlegen kann. Aber jetzt ist Corona ganz nah. Wir müssen in NRW damit umgehen und schauen natürlich etwas besorgt nach Norditalien. Da steht fast die komplette Region unter Quarantäne. Schulen sind geschlossen, fast alle Veranstaltungen abgesagt. Da stellt sich die Frage, wie lange dauert es, bis bei uns ähnliche Maßnahmen getroffen werden müssen? Hier fing es an, in München-Stockdorf Ende Januar. Eine chinesische Mitarbeiterin des Autozulieferers Webasto hatte sich in China in der Krisenregion angesteckt. Bis dahin war Corona weit entfernt. 14 Mitarbeiter werden infiziert. Es wird klar, das Virus kann sich schnell verbreiten. Aber in den meisten Fällen verläuft die Krankheit sehr mild.
einen knappen Monat später. Baden-Württemberg und NRW melden die ersten Fälle. Das Problem, der Infizierte und seine Frau aus dem Kreis Heinsberg waren kurz zuvor auf einer Karnevalssitzung. Alle Besucher werden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. In Kürze sind 1000 Menschen in Quarantäne. Und in Berlin bereitet der Gesundheitsminister die Länder auf eine Epidemie vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Epidemie an Deutschland vorbeigeht, wird sich nicht erfüllen und nicht ergeben. Gleichzeitig macht sich Verunsicherung breit. Hamsterkäufe in den Supermärkten. Wo sonst Nudeln und Konserven stehen, herrscht jetzt gähnende Leere. In den Apotheken werden Mundschutz und Desinfektionsmittel knapp. Die Lager sind leer gekauft. Und den Ärzten fehlt es an Schutzausrüstung. Immer mehr Patienten melden sich mit verdächtigen Symptomen. Eine Belastungsprobe für das Gesundheitssystem. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, werden in Berlin Großveranstaltungen wie die Tourismusmesse ITB abgesagt. Andere Messen in Leipzig, München, Hannover folgen. Der Druck auf die Wirtschaft wächst. Heute kam ein regelrechter Crash. Schwarzer Montag an der Börse. Der DAX verliert 7,9%. So viel wie seit dem 11. September 2001 nicht mehr. Ja. Das Virus ist da und nicht nur in Nordrhein-Westfalen. In Brandenburg haben die Behörden heute ein ganzes Dorf unter Quarantäne stellen müssen. Über 1000 Menschen dürfen plötzlich nicht mehr raus. Das sind also italienische Verhältnisse in Ostdeutschland. Die Telefone der Hotline im Gesundheitsamt hören nicht auf zu klingeln. Haben Sie ein Kind, das in diese Schule geht? Wie soll ich mich verhalten? Was bedeutet häusliche Isolation? Und wo bekomme ich die Bescheinigung für meinen Arbeitgeber? Darum drehen sich die meisten Fragen hier in Neustadt-Dosse, seit es beschlossene Sache ist, dass diese Schule, die Reitinternate und ein Hort geschlossen bleiben, bis einschließlich nächsten Dienstag. 900 Schüler, Lehrer, Erzieher und deren Familien sollen zu Hause bleiben. Insgesamt rund 2500 Menschen. Freiwillig, denn kontrollieren kann das sowieso niemand. Man hatte über diese Tragweite, über diese Einschränkung, war man sich von Anfang an nicht im Klaren. Dass tatsächlich Quarantäne bedeutet, familiärer Umfeld, es müssen die Familienmitglieder auch zu Hause bleiben. Und das bedeutet doch schon gewisse Einschränkungen, die jetzt auch Neustadt oder Umgebung treffen. Unmittelbar danach geht auch der Amtsdirektor nach Hause. Er gehört zu den Betroffenen. Da eine Mitarbeiterin seiner Verwaltung ebenfalls bei dem Treffen in der vergangenen Woche gewesen ist, das die Ausnahmesituation wegen möglicher Corona-Infektionen ausgelöst hat. Von Hysterie ist in Neustadt-Dosse allerdings nichts zu spüren. Auf dem Supermarktplatz herrscht am Mittag das übliche geschäftige Treiben. Ich finde, da wird ganz schön viel Panik verbreitet. Ja, so. Das muss ich ja erstmal bestätigen, was hier vorgefallen sein soll. Ach, wissen Sie, ich bin Krankenschwester. Ich sehe das gar nicht so eng. Das ist hier mehr Panikmache wie sonst was. Das ist Grippewelle, ist genauso schlimm. Was soll's? In der benachbarten Kreisstadt Neuruppin trifft sich unterdessen der Krisenstab des Gesundheitsamtes. Der Landrat hatte bereits heute auf die Laborergebnisse der 18 auf Corona getesteten Personen gehofft. Wir warten darauf, es kann auch morgen werden. Die Labore sind hier ganz intensiv dabei. Sobald wir diese haben, werden wir sie auswerten und bewerten. Wir brauchen aber die 14-Tages-Frist, um zu sehen, ob nicht noch Symptome entstehen. Auch ein negatives Testergebnis kann einen falschen Hinweis beinhalten. Und wegen soll die Hotline im Gesundheitsamt morgen noch personelle Verstärkung erhalten. Ja, die schönste Erkenntnis, keine Panik in NRW und auch nicht in Brandenburg. Danke für Ihr Interesse. Das war das WDR Extra zum Coronavirus. Rund um den Coronavirus heute gab es in Nordrhein-Westfalen zwei Todesfälle in Heinsberg und in Essen. Mehr Informationen bei den Kollegen von WDR Aktuell gegen 22 Uhr. Jetzt geht es im WDR Fernsehen aber weiter mit dem Vorkoster. Ich wünsche gute Unterhaltung. Schönen Abend.